keine Ahnung, ne, warum kaufen sich Wale sich alles auf Maximum, wenn sie nicht kämpfen wollen? Und das mache ich hier auch. Also ich sag, was soll die Scheiße? Ja. Ja, das ist doch totale, das ist pure Langeweile, Leute. Ja. Moin, Leute, ich bin's wieder, euer Sultai hier in The Walking Dead Survivors. Ja, ich musste mal ein Video machen. Ja, ich muss mal die Gemüter ein bisschen sprengen. Ich muss mal was Außergewöhnliches machen. Die Season 10 steht vor der Tür und wie ich so mitbekommen habe, ist die Season 10 auch schon zu Ende. Leute, was ist hier los? Ja, also, mein Server 2015 ist ja in der Season 10 vertreten und wir kämpfen gegen den Server 2009, Server 2016 und Server 2013. Ja, nun habe ich schon ein paar Posts gesehen auf Facebook. Mir haben privat sehr viele Leute geschrieben. So wie es aussieht, ist es ein 3 gegen 1. Ja? Server 2009 ist befreundet mit Server 2016 oder Server 2013. Server 2016 und Server 2013 hatten eine Season, die haben nicht gekämpft. Server 2013 hat die Season gewonnen. Und da stellt sich mir so die Frage, ja, warum das Ganze? Ja, warum veranstaltet ihr hier so ein Hickmack? Keine Ahnung. Also nun hat man schon eine Season, wo die besten Server hier drauf sind, kann man wirklich so sagen. Ja, also es sind einige der besten Server hier. Und warum man nicht sagt, okay, lass uns diesmal eine richtig geile Season haben und lass uns mal alle gegeneinander kämpfen und der Gewinner, der die letzte Kom einnimmt, der hat halt die Season gewonnen. Aber nein, es wird schon von vornherein gesagt, es sind 3 gegen 1. Und theoretisch ist die Season schon gelaufen. Irgendjemand hatte im Clan-Chat gepostet, okay, das wird eine Season 10, ja, auf der S1-Map. Da habe ich mir so gedacht, hä, wieso? Ne? Und da gucke ich so bei Facebook und bei Discord, private Nachrichten, ja, ganz viele, erstmal vielen Dank dafür. Und dachte mir so, oh Gott, Alter, ist es deren Ernst? Also, jetzt ist es schon so weit, die Wale bestimmen den Sieger und der sich aus. Die Wale sagen, okay, wir kämpfen nicht oder wir machen ein 3 gegen 1 oder was weiß ich was. Aber es geht ja, also ihr seht, ne, also die Wale bestimmen echt hier das Leben des Spiels. Das ist doch total verrückt. Ne? Ich habe so viele Nachrichten gekriegt, dass kleine Spieler sich beschweren. Oh, Sultai, es ist eine langweilige Season gewesen. Die letzten 3 Seasons total langweilig, nicht gekämpft, ja. Gut, die kleinen Spieler, gut, die können nicht viel ausrichten in diesem Spiel, ne? Aber dennoch möchten sie so ein bisschen Action haben. Ne? Warum kaufen die sich Pakete oder leveln sich auf, werden etwas stärker? Ja, nur um nicht zu spielen, das ist doch auch, keine Ahnung, ne, warum kaufen sich Wale sich alles auf Maximum, wenn sie nicht kämpfen wollen? Frage ich mich, soll das denn, ja, soll das jahrelang so weitergehen? Ne? Also ich habe keinen Plan. Also ich weiß es nicht. Ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Ne? Und also ich hätte mir gewünscht, also jetzt, das muss ich aber mal so sagen, also ich bin nicht enttäuscht, weil ich da keine Videos machen möchte. Die Videos sind zweitrangig. Ich habe schon in den letzten 2, 3 Videos gesagt, wenn alle gegen alle kämpfen, wäre mal eine richtig geile Season, weil ich genau weiß, dass es in der Vergangenheit nicht so war. Ne? Da hast du halt 2 gegen 2 gehabt, 3 gegen 1, aber es ist selten oder es passiert kaum mehr ein 1 gegen 1. Das heißt, wenn 4 Regionen da sind, kämpfen die 4 Regionen niemals miteinander oder gegeneinander. Ja? Es verbünden sich immer alle, aber ich frage mich immer, warum verbünden die sich? Ach ja, ihr merkt schon, ich bin ziemlich grantig. Bin ich auch, ja. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man denn keine Inhalte für YouTube hat oder so, ne? Weil, wie gesagt, ich krieg das immer so mit, dass kleine Spieler immer sagen, du, ich bin erst ein bisschen stärker geworden, guck dir mal die Hunde an und ich sag immer, geil, ne? Kannst du weitermachen, aber wozu levelt ihr euch denn auf, wenn ihr eh nicht kämpft? Das Spiel ist nun mal, also das Hauptbestandteil des Spiels ist nun mal eine Season, ne? Und man levelt sich auf, um eine Season zu gewinnen. Durch Kämpfe, ne? Ich bin auch mehr dabei, ich wurde auch mehr genullt. Aber scheiß drauf, ist doch egal. Ne? Und dann kommen die Wale und sagen, du, ich mache hier meine Regionsankündigung und da steht dann drinne 3 gegen 1. Oh Leute, was habt ihr denn davon? Ja? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin hier ein Creator, der immer frei Schnauze spricht. Ja? Und das mache ich hier auch. Also ich sag, was soll die Scheiße? Ja? Wale hin oder her, also von einigen bin ich echt enttäuscht. Ja, muss ich mal sagen, ich hoffe nicht, dass es so eintreten wird. Ich hoffe, dass die Wale auch mal nicht nur an sich denken und die Siege unter sich aufteilen, sondern auch mal an die kleinen und mittleren Spieler. Ich meine, es ist gut, wenn du einen Wale-Server hast, ihr kämpft nicht, ihr habt die Season gewonnen, ohne zu kämpfen, habt ihr gute Belohnung. Ne? Ist eine gute Sache. Aber ganz ehrlich, das wird auf Dauer echt wirklich ziemlich langweilig. Und ich musste mal das Thema aufgreifen hier in diesem Video. Ich labere jetzt schon 5 Minuten. Ne? Aber das
verstehe ich nicht. Ne? Das geht nicht so in meine Birne mit rein. Ne? Also, wie gesagt, ich hoffe, dass die Season 10 nicht so eintreten wird mit einem 3 gegen 1, sondern dass sie auch mal sagen, okay, komm, ne, wir sind Server 2009, wir sind stark, wir sind Server 2016, wir haben ewig nicht mehr gekämpft, wir sind Server 2013 und 2015, lass uns mal alle gegeneinander spielen und wie gesagt, wer am besten ist oder zum Schluss die letzte kommen hat, der hat die Season gewonnen. Das ist doch mal ein ehrlicher und guter Sieg. Und nicht so von vornherein, du, Server 2009 wird erster, Server 2016 wird zweiter, 13 wird dritter und Server 2015 wird letzter. Darum geht es mir auch nicht. Ja? Die mich kennen, die wissen das schon. Aber ich musste, wie gesagt, ich musste so ein Video raushauen. Ne? Also das funktioniert so nicht. Leute, ne, wie wollt ihr denn die ganzen Monate und Jahre lang dieses Spiel weiterspielen, ohne zu kämpfen? Ne? Ey, nun habt ihr schon mal so eine richtig geile Season und ihr wollt nicht kämpfen. Ich verstehe das nicht. Ja, die Season startet hier in 21 Stunden und theoretisch kannst du schon den Sack zumachen. Ja, das ist doch das ist pure Langeweile, Leute. Ja, verstehe ich nicht. Ey, das ist keine Ahnung. Ja, lass die Kleinen und die Mittelspieler doch auch mal kämpfen oder was weiß ich was. Ja, eine Season ist nun mal Hauptbestandteil des Spiels. Und ja, gut, was soll ich dazu sagen? Spamt die Kommentare voll. Ich bin gespannt, was ihr so sagt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ja, mal gucken, ob es Kampfvideos gibt, ja? Ciao, euer Soul Eye.